das kann man auseinanderhalten. Die hat man da drüber, wo die großen Bäume sind, gebrochen, im offenen Steinbruch, mussten sie daherfahren, dann mussten sie getrocknet werden. Da hat man die aufgeschichtet und ein Feuer drunter gemacht. Nämlich nasse Steine kann man nicht malen. Dann hat man sie mit einer großen Vorschlaghammer zu dieser Größe da reingelegt und dann hat das Hammerwerk. Das heißt Gipsbruch. Ich sage immer, das ist ein Vorläufer vom Steinbrecher. So lange draufklopft, da innen sind der Platte mit so Löchern. Und dann kommt diese Art Schotter raus. Und diese Steine musste dann der Knecht oder wer immer die Treppe hochschleifen, da oben in Trichter rein. Ja. Dann hat sie das, wo da zerwackelt, das Gerüttelschuh, wo das Material eingestellt werden kann. Der obere Stein, das ist genau wie bei Getreide, da geht das durch, dann wird es gemahlen und von diesem Schotter in einem Zug ist das feine Steinmehl. Dieses haben die Leute geholt als Dünger aufs Feld. Das ist ungebrannter Gips. Wenn man den brennen würde, könnte man dann auch Decke oder Wände machen. Ja, verputzen. Ja. Das ist Gips, das physikalische Gesetz. Wenn ich dem Stoff den Wasser entziehe und später wieder zusetze, also wenn es gebrannt hat, dann wird es wieder fest, weil der Gipser ja so macht, heute mit Maschine. Ja. Aber nur einmal. Nur einmal fest. Ja, da muss man schaffen. Denk aus nimmer. Ich habe mal Gips erklärt, ich weiß, was da drin ist. So, heute hat man natürlich einen Gips, der kann man länger verarbeiten. Jetzt gehen wir mal da her. In der Wand. Ah, zum Stein. Die Steine, das ist Kalksandstein. Ein Granitstein wäre zu hart, den wir kennen, ja. Aber der Stein, der ist gut für Mühle.